Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt die Woche, diesen Dienstag bis dato wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Restwoche. Genießt sie, habt Spaß und bleibt gesund. Und damit ganz herzlich willkommen zu Shirin David. Heute nicht, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. 2 Minuten 31, Like, Can, Support, is come out. Produziert ist das Ganze wieder mal von Gennaro und Ghana Beats und Frio. Schöne Grüße gehen raus. Ich bin sehr gespannt, wenn euch das Video gefällt. Aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, ich habe eigentlich gedacht, wir haben das ganze Album durch. Dann haben mich aber jetzt wiederum Nachrichten die Woche erreicht. Auch übers Wochenende, Patrick. Die Platte ist noch gar nicht fertig durchgehört. Heute nicht und so weiter sind noch übrig. Werden wir noch abchecken. 2 Minuten 31. Heute nicht. Abfahrt. Ich glaube, Frio hat dieses Zupfinstrument ein bisschen eingespielt. Ich glaube, der kann gut Gitarre spielen. Kommt nice als Intro, super, super nice. Heute nicht. Ich glaub, ihr kämpft aber heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. Oh, nicer Delay, warte mal. Heute nicht. Dieses heute nicht auf diese neue 1 quasi schön Delay. Das ist halt voll, ja, weiter halt quasi. Ich weiß, du machst ein Ding auch ohne mich. Heute nicht. Okay, ich glaube, wir sind hier mit der Hook eingestiegen. Relativ langsam in Laid-Back-Nummer. Ich glaube, das wird auch so eine Nummer sein, die ich jetzt nicht so oft hören werde, beziehungsweise mir auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören muss, damit ich so ein grobes Bild habe. Album ist jetzt eine gute Woche draußen, glaube ich. Ich nehme das gerade am Dienstag auf, wo ihr auch das Video seht. Ich muss mich also ein bisschen beeilen. Album ist krass. Guck mal, Album hat auch Rekorde gebrochen, glaube ich, streamingtechnisch und so weiter und so fort. Also, sie hat mal wieder alles hochgenommen. Ist das so ein Batman-Ding? Hast du Spaß, während ich für dich nachts wach bin? Und Chris Brown Ding, sagst du bist mit deinen Jungs, doch bist mit Frauen Dings. Und Jessica Ding, yeah. Emily Ding, auf der Straße die Hallo sagen, doch kennt sie nicht Ding. Ah, das ist eigentlich nice. Sie zieht dieses, ja, wie soll ich das sagen? Ba-ba-ba Ding, ba-ba-ba Ding, so, ne? Dieses Batman Ding, dieses Chris Brown Ding, so. Chris Brown musikalisch, hands down, krank. Aber so, was er halt, sich privat, beziehungsweise auch, ne, ihr kennt wahrscheinlich diese ganzen Chris Brown Geschichten und so weiter, Schläge und so weiter und so fort. Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, so musikalisch crazy der Typ, auch choreomäßig, wie er sich bewegt, wie er tanzt und so weiter und so fort, krass. Aber was halt privat abzieht, ist so ein bisschen Frauen-Dings und Jessica-Ding, yeah. Emily-Ding, auf der Straße die Hallo sagen, doch kennt sie nicht, Ding. Schlafen wollen, doch auf Party gehen, Ding. Ein, auf den die Freundin wartet, eh, Dings. Nice. Und Fotos posten, ohne mich, Ding. Obwohl du niemals ohne mich bist. Sad oder Main-Chick, Ding. Ride or die oder Basic, Ding. Heute nicht. Es ist auf jeden Fall so eine Nummer, die ein bisschen ruhiger angehen. So, wie soll ich das sagen? Du fährst Auto oder sowas auf der Autobahn, du chillst einfach. So ein Ding kann schön ruhig im Hintergrund laufen, gibt gute Vibes. Ist einfach so, auch dieses Pad pulsiert die ganze Zeit, so hört man hier schön raus, gerade in der Pre-Hook, wo es ein bisschen ruhiger wird. Du da Main-Chick-Ding. Dieses Bam, 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 so fast schon so Lo-Fi-mäßig und generell, es ist keine Lo-Fi-Produktion, aber so Lo-Fi-Produktionen sind relativ langsam und laid-back, so dass du dich halt wohlfühlst, so die ganze Zeit. Ist nice, aber vielleicht so ein Track, den ich auf dem Album nicht so oft hören werde, weil gerade auf diesem Album unglaubliche Banger drauf sind. I don't die oder basic thing. Heute nicht. Ich glaub, ihr kämpft aber heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. Ich weiß, du machst ein Ding auch ohne mich. Heute nicht. Gerade wo ich die Hook höre und ich gerade sagen wollte, sie kann mit ihrer Stimme auch wirklich super krass eine Atmosphäre erzeugen, auch gerade sie weiß, was sie kann und was nicht, ist mir ein Kommentar wieder eingefallen, was unter einer der ersten Reaktionen zum Album stand, dass sie auch irgendwie Orchestermusik oder so Gospel oder irgendwie sowas, ob das sie mal in so einem Chor war oder irgendwas studiert hat in die Richtung oder so,
Ist cool. Ist crazy. Habe ich nicht gewusst. Ich sage euch, wie es ist. Ich habe gedacht, sie ist von YouTube ohne wirklichen musikalischen Background jetzt quasi so eingestiegen. Für das ist es schon krass. Aber wenn man jetzt denkt, okay, hey, sie hat ein bisschen, ich weiß nicht mehr, war es so ein Gospelchor-Zeug, so ein Orchester-Zeug, wo sie das studiert hat oder wo sie da mal war, da macht es auch alles ein bisschen mehr Sinn. Heute nicht. Ich hab dir kein Problem. Heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. By the way, so diese Gospelchors und so weiter, ich höre mir das unglaublich gerne an. Auch so Orchesterstücke. Boah, Bruder. Es gibt so ein Ding von Hans Zimmer, glaube ich, Interstellar, wo er es mit so einem Live-Orchester. Gänsehaut. Ich weiß, du machst dein Ding noch ohne mich. Heute nicht. Ich werde. By the way, ganz kurz zur Hook. Wie gesagt, schließt sich dem Part auch an. Erzeugt einen geilen Vibe, eine geile Atmosphäre. Läuft halt so auch teilweise dann dezent im Hintergrund, wenn du mit deinen Jungs bist, Mädels bist, je nachdem so. Gibt einfach einen guten Vibe. Ich sag euch, wie es ist. By the way, Hans Zimmer, hands down, einer der lebenden Legenden, glaube ich, im Musikbusiness so. Wenn ihr Hans Zimmer nicht kennt, schaut euch mal die Soundtracks von Pirates of the Caribbean, Interstellar, wie schon gesagt, und so weiter und so fort. Der Typ hat Soundtracks für die größten Filme der Welt gemacht. Ich werde ein Everything, put a ring on it, Ding. Higher Time Ding, Family Ding, so ein Wir beide gegen alle Enemies Ding. Du und ich, Marry Me Ding. Okay, sie zieht dieses Ding weiter in den zweiten Part rein, ist eigentlich ganz nice. Mal wieder war dein Handy aus Ding. SMS von anderen Frauen Ding. Crazy in Love Ding. Liebe macht blind. Warte auf dich, du kommst wieder nicht Ding. So Krise. Wenn sie dein Handy hat, Krise. Wenn sie da was findet, Feierabend. Ein Lieblingsding. Ich lüg nie Ding Ding. Ich war in einem Meeting drin. Rintintin. Du bist up and smoke Ding. Ich lass dich los Ding. Up and smoke, auch, glaube ich, eine der krassesten Touren damals von Dr. Dre, Snoop und so weiter gewesen. Müsst ihr auch mal, also ihr müsst euch wirklich mal diese Up and Smoke Tour reinziehen, wo sie auf diese Bühne mit so einem Lowrider kommen und dann so alles, Bruder, wie viele Leute in dieser Arena, in dieser Halle waren. Was heißt Halle, Arena und jeder das Ding zu 100 Millionen Prozent gefühlt hat. Ich glaub, ihr kämpft auch mehr heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. Hook, also gerade von der melodischen Abfolge und so weiter, das ist geil so. Dieses heute nicht, auch wenn sie am Ende so hoch geht, ist nice. Ich weiß, du machst ein Ding auch ohne mich. Heute nicht, heute nicht. Ich hab dir kein Partner, heute nicht. Egal wie schön du lügst, heute nicht. Hook geht auch immer schön auf, auch die Stimme sehr, also generell in jeder Produktion war das, glaube ich, so, dass die Hook-Stimme bei ihr so, oder halt, ja, die Hook-Vocals sehr, 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 sehr breit links, rechts sind. Du machst ein Ding auch ohne mich, heute nicht. Geiles Ding, das war Shirin David mit heute nicht, ich küsse euer Herz, schöne Woche noch, schönen Dienstag, peace.